Errungenschaft, eine neue Menschheit. Ah. Ich kann das so schlecht sehen, weil das so weit weg ist von mir. So, also. Wir fassen kurz zusammen. Tracy ist die Nanny, weil der Upload fehlgeschlagen ist. Warum sie dann zur Nanny wurde, keine Ahnung. Vielleicht haben sie Teile von ihr verloren während des Uploads, der fehlgeschlagen ist. Weiterhin, das, was ich ja auch schon mal vermutet hatte, dass das Kind, mit dem Tracy schwanger gewesen ist, den Unfall nicht überstanden hat. Stattdessen hat sie ein künstlich erzeugtes Kind ausgetragen. James. Welcher jetzt in der virtuellen Welt ist und als Paradebeispiel dafür, dass das irgendwie funktioniert. Okay. Und die Körper von den beiden sind jetzt in Berlin. Ja, warum denn nicht? Was haben wir hier? Sieh dir das hier an. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken. Dataverse. MoveScan. CloudScan. RoboDot. Mein Gott. Die scannen wirklich alles. MoveScan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofil. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. CloudScan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber RoboDot, davon habe ich noch nie gehört. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man eine Weltsimulation bauen. City 5 vielleicht? Ja, Lydia geht's nicht so gut. Das hat sie jetzt nicht so besonders interessiert. Wir könnten uns hochladen lassen. Wie bitte? Warum nicht? Ich könnte leben. Du wärst wieder bei deiner Familie. Das ist kein echtes Leben, Lydia. Woher weißt du, dass das hier das echte Leben ist? Weil es sich mies anfühlt. Mal die Container angucken. Wir müssen in den Skywhale M688. Das ist nicht der richtige Container. Wo weiß ich denn, was der richtige Container ist? Hier steht nichts drauf. Wo weißt du, welches der richtige Container ist? Das ist Skywhale L. Das ist er nicht. Wie hieß der nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Falscher Container. Irgendwas mit M. Der. Zufälliger Zufall, dass wir es rechtzeitig geschafft haben.
einer Katze in die nächste. Schlafbehälter. In einem davon könnte James sein. Wir sollten uns umschauen. Gottes Willen, Junge, hast du eine Ahnung, wie viele von diesen Behältern hier rumliegen? Der Containerstatus ist aktiv. Inhalt registriert ist eine biologische Person, Hernandez Claudia, mit der ID 7244257. Dieser Transportbehälter und sein Inhalt sind Eigentum der Marset Inc. Hast du ihn gefunden? Nein. Wie lange weißt du das schon? Seit ein paar Monaten. Geahnt habe ich es schon länger. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Ich weiß nicht. Ich hatte Angst. Wovor? Dass du mich verlässt. Du hättest mich doch gehasst. Wir wollen zumindest jetzt gegen Ende, ich denke mal, es ist gegen Ende, Richard ein bisschen Männlichkeit auch haben, vor allem Menschlichkeit geben, ja? Deswegen entschuldige ich mich jetzt bei Simon und bei Lydia. Das sieht auch nicht aus wie James. Hier ist drin Rockefeller Mandy. 11-14-45-30, ihre ID. Das ist er auch nicht. Inaktiv. Da ist wohl niemand drin. Hier noch Behälter? James, wir müssen ihn finden. Ja, ich bin doch dabei. Lass mich doch mal gucken. Der ist scheinbar aber auch inaktiv. Den haben wir schon angesprochen. Hier ist noch ein Container. Der ist aber auch inaktiv. Ich muss James und Tracy finden. Aber die Dinger kann ich nicht aufmachen. Hier komme ich auch nicht durch. Irgendwas hat gerade komische Geräusche gemacht, vermutlich mein Handy. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Ah ja, war scheinbar WhatsApp. Da ist die Frage. Ah, hier geht eine Treppe hoch. Uns läuft die Zeit davon. Och, James. Die mir nichts bringt. James, sag schon Richard. Aber ich habe hier sonst keinen Behälter mehr, oder? James, wir müssen ihn finden. Ich sehe hier keinen Behälter mehr, Richard. Wo soll ich mir den denn aus den Arsch ziehen? Ich muss James und Tracy finden. Hier vielleicht einer versteckt? Rockefeller und Mandy. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Uns läuft die Zeit davon. Da hinten ist ein Terminal.
Anlieferung von Skywhale-Fracht erfolgt nach Sektionen. Sektion 1, A bis I. James, 2, J bis Q. R bis Z ist Sektion 3. Nolan. Wir müssten dann also Sektion 2 sein. Stand Sektion 2. Und jetzt? Ah, wir haben uns gebracht. Das ist ja nett. Hier haben wir drin. Ah, Lancaster. Ich nenne es jetzt Lancaster Fanny. Arnie. Quentin Arine? Ich habe keine Ahnung, wie man das anspricht. Da ist John, der Bruder von Fanny. Kessler Henry. Hier haben wir Nolan Tracy. Dann ist das hier James. Wen haben wir hier? Hier ist Walter. Das interessiert ihn nicht. Und Jones Mirinda. Davon liegt Tracy. Sie sieht friedlich aus. Ja, wie tot. Guck mich nicht so an. Du würdest dich doch freuen. Sag sowas nicht. Tracy, wie konntest du das tun? Ich hol dich da raus, ja. Ich hol euch beide da raus. Hier ist James. Hier. Ich habe James gefunden. Mit QR-Code. Was ist? Erkennst du ihn nicht? Doch. Aber ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, wer das ist. Du hast recht. Ich muss James da rausholen. Egal, was sie mit ihm gemacht haben. Nur wie? Wir können die beiden nicht tragen. Und selbst wenn... Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden... sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein. Das Spiel will aber auch nicht aufhören, ne? Das ist schon heftig. Das geht unheimlich lang. Sie entwertet den Humanismus. Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist Krieg. Ausnahmezustand. Breakpoint macht ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Aber die Führer der digitalen Revolution träumen von der Singularität. Dem endgültigen Sieg des Künstlichen über das Natürliche. Das heißt, die haben... Ist der tot. Oh Gott. Na los, das komm! Das Feuer sieht irgendwie cool aus. Wir haben also auch die Roboter übernommen, die Androiden. Damit sie die Botschaft weitertragen. Wie finden wir diese Leute?
Ich weiß nur, dass sie sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln verstecken. Die sind nicht gerade klein. Die digitale Revolution ist ein Desaster für die Menschheit. Sie hat die Lebenserwartung derer, die es sich leisten können, stark an der Singularität. Aber um den Preis der Destabilisierung ganzer Gesellschaften. Für die biologische Menschheit bedeutet sie ein Leben ohne Erfüllung und den Verlust der menschlichen Würde. Komme ich hier nicht raus? Das ist nicht Tunnel hier irgendwo. Eine Welt ohne Realität. Breakpoint für den Kampf der biologischen Menschheit. Wir versprechen, dass wir eins werden mit den Maschinen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht so dafür bin, wenn man Unschuldige damit reinzieht? Die Digitalität demütigt. Wie komme ich denn dahin? Doof gefragt jetzt. Da nicht. Das sind nur die Toiletten. Aber nur vor der Damentoilette brennt's. Trotzdem darf ich nicht aufs Klo. Es ist so dunkel, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Da vielleicht? Der Faschismus hat Macht über unser Leben gewonnen. Wir träumen von einer neuen Menschheit. Einer Menschheit ohne Menschen. Einer Welt ohne uns. Die digitale Revolution ist ach, ein Desaster für die Menschheit. Da! Die Lebenserwartung derer, die es nicht leisten. Breakpoint. Hier müssen Sie durchgekommen sein. Ich habe hier eine Tür und da habe ich ein Gitter. Kein Zutritt. Abgeschlossen. Das lass meine Sorge sein. Hier? Verboten, Lebensgefahr. Okay. Da komme ich nicht durch. Gut, dann nehmen wir die andere Tür. Das habe ich in Walters Notizen gesehen. Wie? Walter, du bist ein Genie. Symbol. Also runter in die Kanalisation. Naja. Zutritt verboten, Lebensgefahr. So dann. Lydia, du musst aber nicht mit, ne? Verdammt. Dieses Cloud-Call-Modul lässt sich nicht aktivieren. Was willst du denn jetzt von deinem Hausroboter? Er muss uns die Kryobehälter von James und Tracy bringen. Wir brauchen ihre Körper. Dein Bot soll dir also helfen? Er heißt Simon. Okay, so in der Kanalisation. Wie kommen wir da rüber? Da ist das Zeichen wieder. Errungenschaft U-Bahn. Sie klemmt. Dann tritt doch mal dagegen. Ich wollte schon sagen Leon, aber es ist ja Richard. Wie ich das Game gerne mit Leon durchspielen würde. Lieber das als Resident Evil. Bleib du am besten hier beim Schalter. Ich schaue mir das mal an. Oh, ich kann deinen Charakter wechseln. Ist nicht so schwer. Stay away.
Hast du Angst? Vom Sterben, meinst du? Na klar habe ich Angst. Ich bin da, okay? Ich bin bei dir. Lass uns versuchen, es bis zu Breakpoint zu schaffen. Vielleicht können sie dir helfen. Hör auf damit. Ich bin froh, wenn sie dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Er ist gefährlich, verstehst du? James? Eine Super-KI, die sich rapide weiterentwickelt. Umso mehr braucht er den richtigen Vater. Warum glänzt sie eigentlich so? Trägt sie Leder oder Satin? Satin? James glänzt nicht so. Gut, da komme ich nicht durch, da komme ich nicht hoch, weil wir können nicht klettern, wir sind ja nur der Protagonist. Da. Also geht's da weiter. Es ist so dunkel hier, man kann sich gar nicht richtig umgucken. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Hier durch die Wand höher. Unregistrierter Bot Base 6. Das ist ein Base 6 Modell. Registriert auf Kurtz Robotics. Aktiv, beschädigt. Auslieferungszustand. Hey, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke. Ah ja, Position. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Hier lang?